gibt ja mal drei, ne? Ich denke schon. Oh, kritische Trefferchance wird erhöht. Brauche ich eigentlich nicht so wirklich. Ust. Meine Trefferpunkte fallen nie darunter. Dann erhöhe ich mir für die kritische. Wird also sowieso irgendwann wieder umgemodelt. Wenn es jetzt einen stabilen Trank trinken würde und es kleiner werden würde, könnte es dann hier unten Ihr durch? Habt schimmernde Schatzladen erhalten. Das ist vom Spiel nicht vorgesehen, also eher nein. Die Schlüssel, die ihr zum Öffnen dieser Karte benötigt, sind kostenlos im Zen-Markt erhältlich. Ich habe einen Bär für meine Stufe 21er Kiste oder für meine Stufe 20er Kiste gekriegt. Was ist denn? Ein Bär. Ich habe einen Reittier gekriegt, einen blauen Bär. Du hast einen Reittier be- Wärme. Wollen wir ihn töten? Wieso sollten wir unseren Heiler töten? Das weiß ich nicht, weil er uns ist. Weil uns. Oh! Weil uns Arnest heilt. Was ist das heißt, ich heile euch nicht? Ja, du heilst mich. Guck mal. Wow. Da hab ich geheilt. Aber das ist bei Eisen standardmäßig drin, dass der bei so Spielen voranschreitet wie nichts Gutes. Hm. Keiner weiß warum. Ich bin der. Warte, ich muss eben ich bin einfach aufleveln. Der Könner. Feuerstrahl? Oh, Feuerstrahl! Also, wo ist mein Bär? Ah, da ist mein Bär. Ihr schleudert einen Ball aus unheimlichem Feuer auf euer Ziel, der beim Einschlag explodiert und den nahen Gegnern verringten Schaden zufügt. Oder Hand der Dürre. Ich glaube, es geht erstmal um meine freie Kräfte. So, ciao. Alter! Oh, ich hab überhaupt nichts. Ich hab keine Ladung. Ladungen gehen nachdem du aus dem Kampf bist verloren. Nein. Doch, kurz danach gehen die Aufladungen weg. Ich habe die Ladung halt einfach. Ich habe die Ladung halt einfach verloren, weil ich die ganze Zeit benutzt habe. Oder so. Am besten ist, wenn du dir drei auflädst und dann erst eine starke Attacke machst. Ah, das ist schon der Endboss. Ihr habt ein neues Lager entdeckt, der Einstiegspunkt, bla bla. Oh, du hab's. Genau, zu weisen. Aber die Bedarfsmarke gibt's noch. Oh, warte, das hat nicht. Das freigesch. Nice. Schimmernde Schlüssel, die kann man angeblich kostenlos irgendwie im Sender kriegen. Tatsache. Gib her. Hey, Bro! Ah, er hat geklatscht. Oh, das ist eine Frau. Ja. Die Macht der Zauberfest. Nein! Alter! Da ist meine Dani ausgewichen. Au! Feuerbälle! So ein Feuerball, Junge! Das. Lass das sein. Und noch ein Feuerball. Boah, ich kann das heiliges Feuer regnen lassen. Friss mein Feuerball. Benno, kannst du gerade eine Superkraft zünden? Bei diesen riesigen Massen an Leuten? Ich habe die vorhin schon mal gezündet. Ach so. Jetzt musst du einen Moment warten. Und Feuerball. Und er. Oh ja, jetzt kommt es her. Brennt's! Bye-bye. Und Feuerball! Oh, oh nein. Schaden? Mhm. Nein! Au. Yes, haben wir getötet! Nein! Ist der Kleriker! Hey, ich habe den wenigsten Schaden ausgeteilt dieses Mal. Ich glaube, langsam pendelt es richtig ein. Ja. Also jetzt würde ja nicht hier immer. Hier die Leiste liegt. Sie liegt einfach auf der Treppe. Okay, Schriftrolle untersuchen. Da. Die untersuchen.
Fuck, wir haben nur zwei. Oder passen die Blumen hier auch noch? Warte, warte. Untersuchen, verwissen. Kannst du da was drauflegen? Ich kann da gerade nicht drauflegen, aber wir haben noch den Blumentischständen, oder? Ja, aber du hast doch nur eine. Ich habe nämlich zwei Blumen genommen. Ja, aber wir brauchen mehr. Ich habe auch eine. Da legt die Blumen drauf. Ah, Bonuskiste. Achso, wir haben heute vielleicht noch einen Kristall, den du hinlegen kannst. Nö. Oh, schade. Dann haben wir irgendwo den blauen Kristall wahrscheinlich übersehen, oder? Was denn? Ja. Oh, guck mal, eine blaue Rüstung kriegt man. Nett. Was? Also, ich habe eine blaue Rüstung gekriegt. Was? Nice. Wie sieht die eigentlich aus? Ich habe so einen Drecksgürtel bekommen, nur. Ja, ich habe irgendwas anderes Dummes bekommen. Da hat der Zufall, war der Zufall immer wieder mit mir. Der Zufall ist immer mit dir. Oh, ich habe auch einen trainierten Grizzly bekommen. Den kriegen wir wahrscheinlich alle. Das ist natürlich vorkommt. So, dann auf. Also den Schimmernden Schatzladen hat ihr Tormalun Barren vergessen. Dann hast du auch diese schimmernden Schatzladen bekommen, Luft. Die Schlüssel dafür kannst du kostenlos im Sender kriegen. Unterschlüsseln. Schlüssel. Ah, drei Stück. Dankeschön. So, wie kommen wir jetzt an? Gibt es irgendwie schnellreisetechnisch was? Oder? Ja, hier. Ja. Nein, ich will nicht handeln. Hä? Ich hab noch was im Problem in den Rängen. Ja, das ist die nächste Quest, die Nox uns gibt. Sekunde. Reisewegweiser. Zurück in die Protectors Enclave. Okay, ich muss noch mal ins Turmviertel, aber nein, ist zum Belagerungsschlachtfeld. Da. Aber das kann ich ja später machen. Und da verschwindet man Wegweiser. Komm her, Wegweiser, ich muss in die Enklave zurück. Da können wir Nox Bescheid geben, dass wir das Turmviertel geräumt haben. Da können wir Sibylle Bescheid geben, dass wir ihren Kram zusammengesammelt haben. Sekunde, wo ist denn mein... Da ist mein Griss. Das bedeutet, bald können wir alle auf 80% umsteigen bei den Reitchen. Ja. Ich muss jetzt erstmal mit dem komischen Beil an Arschok reden. Über meinen Gefährten reden. Genau, stimmt. Die ganzen Kleinigkeiten können wir noch abarbeiten. Ah, Aktionshaus. Ah, eine Perle kann man kurz noch verprügeln. Hey, Schwester. Nämlich mir, glaube ich, ein Hundi oder so. Ja, oh, Hundi ist geil. Bruder. Ja. Ich müsste gern den Hund oder Heiler. Hund oder Heiler. Ich war beleidigt. Ich hätte gerne einen Hund. Den Hund. Ich will den Hund. Haben wir jetzt alle den Hund genommen? Ja. Okay. Jetzt kann man ja einfach gut weiter holen. So, ich bin mal eben schnell am Auktionshaus. Okay. Jo. Ausrufezeichen gehen nicht, egal. So, Blindenhundi. Du tust dich mal weg und ich bin ausgebildet. Du wirst zwar ausgebildet. Blindenhundi! Charakter, Ausbildung beginnen. Blindenhundi, wo bist du denn? Wo ist denn die Gefährte? Da? Entfesselt eine unterdrückende magische Kraft, die nahe Gegner genommen macht und nach kurzer Verzögerung zu explodieren. Willkommen im Auktionshaus. Ihr könnt bei jedem Auktionator in dieser Welt Gegenstände kaufen oder eure eigenen Gegenstände an sie verkaufen. Das nehmen wir mit. Hallo. Auktionatoren sind in jeder größeren Stadt anzutreffen und durchsuchen gerne das Auktionshaus, speziell auch für euch geeignete Gegenstände. Seht es euch doch gleich. So. Ja. Ich muss jetzt noch Baderweiß aufsuchen. Ich hab einen Hengst bekommen. Marmorierter? Ja. Ich hab das Gefühl, es steht ziemlich fest, was für Sachen man kriegt. Oh. Hast du auch eine weiße Perle bekommen? Ja. Hast du auch 5 des Gesteins in der Gesundheit bekommen? Ja. Okay, ist nicht weiß, was wir kriegen. Auch an den Siegen der Stacheldominanz? Der Stachel bewertet die Insignia der Dominanz, ja. Wie
Okay. Sollte ich festhalten, wie wieso sieht das Pferd so aus, hat keine Haut? Das Pferd hat keine Haut. Nee, das nehmen wir nicht. So, dann noch die komischen Fragmente, die wir kurz bei dem Handelsbahnhändler haben. Ich glaube, das interessiert wäre, wenn es einen der anderen Kisten genommen hätte. Achso, und die Fragmente kann ich hierfür einsetzen, verstehe. Und dafür nehme ich natürlich eine Lichtverzauberung. Hi. Lichtverzauberung? Ja, weil wegen ganz viel Kraft. Okay, das ist natürlich theoretisch ganz super gewesen. Das ist sinnlos, das mache ich. Praktisch gewesen, hat gar nichts gebracht. Durch das Veredeln und Aufheben einer Verzauberung eines Runensteins oder Artefakts könnt ihr diese mächtiger machen. Ich werde was euch war das? Das ist ja Brother, die weiß davon. Ich will das noch lernen, wie Veredelung funktioniert. Und jetzt ist ein Ring des Schützens in die Hand gedrückt. Der erste Ring, den wir haben. Erstmal anlegen. Nein, ich habe schon andere Ringe. Okay. Verzauberung veredeln. Schließt du das Tutorial ab. Verzauberung des Schützens aufwerten. Wo haben wir... Wo ist... Hab ich das Ding gar nicht anlegen, verstehe. Ach, wir sollen das anlegen. Upsi. So, ja. Verzauberung veredeln. VP zuweisen. Ja. Verstanden. Verstanden. Ich weiß es aufwerten. Gib ihm. Danke. Jetzt kann ich den Ring anlegen. So. Was ist das? Scheiße. Wie polierter Quarz kann ich entsorgt werden? Oh. Okay, wie kann ich jetzt meinen Gefährten rufen? Das ist im Charaktermenü. Du gehst genau. Auf Charakter. Geh, Charakter, Gefährte und dann... Rufen. Oder du musst jetzt mal im Inventar Doppelklick auf den machen. Ah. Oh, es muss noch mit den Pflegern im Handelszentrum sprechen. Ja, stimmt. Da will Nox mich gleich zurückhaben. Freund Oberst Stelle, ja, ist egal. Jagd nach Relikten, das werde ich nie wieder angezeigt haben wollen. Problem in den Ring, das kümmern wir uns nächstes Mal erst drum. So, ich gehe jetzt mal gerade zum Onkel Nox. Den Bescheid geben, dass wir den Tor aus Tumfeld abgeschlossen haben. Jo. Will ich auch mal machen. Und dann kann man Sibylle ja besuchen und sagen, jo, wir haben deine komischen Kugeln zusammengesetzt. Wieso bin ich nicht umgezogen? So. Also Tiere wird dann hier... Ach, Pflege und Fütterung, ja. Den Blitz muss ich auch noch machen. Ja, deswegen bin ich gerade noch mal reingegangen. Ah, okay. Ja, das mache ich irgendwann mal anders. Ich hab einen Bär. Ja. Nox. Halt die Fresse. Die Protectors Enclave braucht her. Eure Hilfe. Legen Sie uns ab, was ihr das her. Halt die Fresse, werdet danke. Ihr sicher auch schwierigere Nein, Aufgaben. Oh. Problem in Rechnung. Ach so, ja. Sibylle. Sibylle. Ah ja, Sibylle. Genau. Sibylle. Oh, ich reite gerade einen Bär. Aber eigentlich müsste ich jetzt einen komischen Hautlosen... Ich hänge hinterher. Boah, so ein Murette hängt, ist wirklich ganz schrecklich, perfekt. Wir kriegen gleich die Quest, dass wir eine Gilde aufbauen sollen. Ach. Wir sind nur drei. Ja, wir gehen einfach in unsere Gilde rein, dann geht das schon. Ja, oder so. So, ich hab Sibylle. Sibylle. Sibylle, hier bitte. Sibylle. Ups, Sibylle fährt. Fuck. Ja, zwei. Danke. Hä? Zukunft zusammensetzen. Okay, ja, okay. Setz den Stein zusammen, alles klar. Kugelquadrat zusammensetzen. Beginnen. Okay, das will eine 15 Minuten warten. Das können wir nächstes Mal machen. Zu Ende abschließen hier. Ich habe auch noch eine Kiste gehört. Ist auch. Bei Gnox höchstwahrscheinlich. Was? Nix. Lasst mich an euren Gesprächen teilhaben. Keine Kiste, wieso ist hier keine Kiste? Hast du von Sibylle auch die nächste Quest direkt angenommen gehabt? Ja, ja. Hast du noch schon die erste Aufgabe dafür einen Auftrag gegeben in der Kampagne? Oh, wir müssen noch das Auktionshaus besuchen.
Das müsste Plus oder so gewesen sein. Das ist die Fahne da oben. Die hat auch so eine Tastenzuweisung bei dir, oder? Direkt und da war das auch Orden des dritten Auges, oder? Genau. Apropos, das Turmviertel ist abgeschlossen. Jetzt können wir kurz mal die Bürgung abholen. Gib her. Ich habe ganz schön vergessen, Spiel. Und das wird 15 Minuten an. Da können wir uns nächste Aufnahme drum kümmern. Naja. Diese Dinge komplett zusammenzusetzen. So, aktuelle Quests. Zukunft zusammensetzen, Freunde an oberster Stelle und den Rest nehmen wir bei Nox später an. Nächstes Mal an. Ich glaube, ich habe beim Nox schon alles angenommen, was er hatte. Ist noch nichts. Was zum... Ach, es macht keinen Unterschied. Ob wir es jetzt annehmen oder später. Nächstes Mal habe ich dann einfach direkt da in Erinnerung, was womit zusammenhängt. Oh oh. Ist so irgendwie ein Knistern auf meinem Ohr. Hast du doch schon ein Headset kaputt gemacht? Was? Du weißt, dass ich alles und jeden ermorden werde, wenn du das getan hast. Okay, es ist kein starkes Knistern, aber ab und an macht es halt Knack. Das kann passieren. Ja, das kam bei mir vorhin auch kurz vor, und dann bin ich rausgeflogen. Der Kult des Drachen ist böse. Oh. Das ist ja auch vielversprechend. Könnte also am Spiel liegen und ist am Headset. Durchaus möglich. Klingt auch angenehmer, wenn es am Spiel hängt. Ja, generell habe ich, denke ich mir, es sollte mir eventuell... Was ist das denn hier für eine überhaupt? Einen den Typ benutze ich an missbrauchte, um Dinge zu verkaufen. Da habe ich auf kurz mal missbrauchte Dinge zu versuchen. Ja, schon, Luf, aber Bärme hat in letzter Zeit auch ein bisschen Ärger mit kopfhörerlosen Kabeln. Mit kabellosen Kopfhörern. Ah. Wieso habe ich da Probleme? Du hast doch erwähnt, dass der immer wütend wird, wenn er unaufgeladen ist oder wenn er dranhängt. Stimmt, der war immer wütend, wenn er mit dem Kabel verbunden war. Das liegt ja, aber am Kabel selber. Denn bei mir ist das, glaube ich, das Problem, dass die Katzen es lieben, meinen Kopfhörer auf den Boden zu werfen. Es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit, die Dinge aufzustellen, ohne dass die Katzen daran rankommen. Nein. Die Katzen kommen hier überall dran und werfen immer alles runter. Ich höre die jede Nacht auf meinen Tisch springen und da runter springen. Das ist so furchtbar. Ja, es gibt aber bestimmt eine Möglichkeit, die Kopfhörer irgendwo zu deponieren, irgendwo hinterm Bildschirm oder so. Da können die Katzen sie runterwerfen. Nee, hinterm Bildschirm kann ich das nicht deponieren. Dann habe ich nur noch Staub an den Ohren. Ja gut, Staub an den Ohren oder kaputte Kopfhörer? Ja, naja, passt. War es das mit der Aufnahme für heute? Ja, das wird gleich gewesen sein. Da kann Bermo gleich erstmal abmoderieren hier. Genau. Hier am Lagerfeuer. Unterstützt eure Mitbürger. Spendet. Nein! Ich will meine Mitbürger nicht unterstützen. So. Ich hau meine Handgelenke. Machen wir noch einen coolen Tanzmove hier. So, bam. Zup. Alles klar, liebe Freunde. Das war's für diese Aufnahme. Wir sagen wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Oh. Unterstützt eure und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio. Tschüss. Ne, wurde es abgestürzt. Gut. Sag ich doch. Erst knistert und dann stürzt es ab. Okay. Oh, wow. Gut. Passt zum Ende der Aufnahme. Das habe ich sogar noch schön drin gehabt. Oh ja, ich auch. Es war auch wirklich instant. Perfektes Timing. Oh ja.